Freunde des E-Commerce, heute sprechen wir über JTL, Unicorn 2 und die Realschnittstelle. Ein ganz, ganz geiles Feature ist Repricing. Ihr könnt Repricing für Real. Genau, richtig. Also wir können das Repricing, was Real.de anbietet. Das gestaltet sich relativ einfach. Es gibt einen Min- und einen Max-Preis, den Real.de verlangt für diese Repricing-Funktion, und die können wir aus der Warenwirtschaft übermitteln. Und diese Attribute machen wir bei der initialen Konfiguration, die übertragen wir natürlich in die Warenwirtschaft. Das bedeutet, der Händler muss im Prinzip dann nur noch den Min- und den Max-Preis. Der Max-Preis wäre in dem Falle der reguläre Verkaufspreis, und der Min-Preis ist das, was man halt als untere Grenze angibt als Händler. Diese Attribute sind dann im Prinzip zu pflegen, und schon kann der Händler Repricing auf real.de nutzen. Und wichtig wäre dazu noch zu sagen, der Händler kann den minimalen Preis als absoluten Preis oder als relativen Preis im prozentualen Angaben angeben. Das ist super. Das wusste ich bisher auch noch nicht, muss ich ganz offen sagen. Das heißt, sobald ich Unicorn anbinde an die JTL, importiert er, wenn die Realschnittstelle dort eingerichtet worden ist, importiert er die Attribute in dem Artikel. Dann habe ich Min-Preis, Max-Preis. Den kann ich dann über die Ameise füllen und einfach übergeben. Und Real mit deren Intelligenz repriced das Ganze dann. Genau, richtig. Also was dann tatsächlich der Repricing-Algorithmus von Real.de ist, das können wir nicht sagen, aber Real.de kümmert sich dann um das Repricing, ja. Ja, also ihr seid einer der wenigen Lösungen, oder bisher ist es die einzige Lösung, die ich jetzt kenne, die Repricing-Funktion von Real abbilden kann. Finde ich super. Das ist, denke ich mal, richtig, ja. Also Leute, schaut euch das an, und vielleicht in den Kommentaren könnt ihr reinschreiben, wie das ganze Repricing bei euch funktioniert zwischen JTL, Unicorn und Real. Es würde mich mega interessieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.